An der Stelle muss man natürlich mal die Frage stellen, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass in einer freiheitlich-demokratischen Unordnung, hätte ich fast gesagt, wie Deutschland, Demonstrationen verboten werden, wenn sie sich gegen die Regierung richten. Das ist ja eigentlich eine Grundeigenschaft von Demonstranten, dass sie sich gegen die Regierung richten oder sowas, ja. Es sei denn natürlich, man ist beim Christopher Street Day. Dann wird das erlaubt, wie eine Woche vor dem 1. August, als die Querdenker schon mal, beziehungsweise die Corona-Maßnahmen-Kritiker, sind ja nicht alles Querdenker, versucht haben zu demonstrieren. Da war das alles kein Problem. Es gab tausende Leute ohne Abstand, ohne Maske, hat niemanden gestört. Aber jetzt war das wieder etwas anders. Und das wollte ich mal genauer wissen und habe einen Rechtsanwalt gefragt, der der Vorsitzende des Vereins Anwälte für Aufklärung ist. Die haben sich gegründet während der Corona-Krise, um die Grundrechtsverstöße der Regierung genau im Auge zu behalten und sich auch und auch Anleitung zu geben, wie man sich juristisch dagegen wehrt. Und hier also die Einschätzung von dem Rechtsanwalt Dirk Sattelmeier aus Köln, wie es dazu kommen konnte, dass diese Demonstrationen überhaupt verboten wurden. Bitteschön. Also die Verbote, die jetzt ausgesprochen werden in diesen Zeiten, beziehen sich eigentlich immer nur auf einen Punkt, nämlich darauf, dass hier eine Gefahr von den Versammlungsteilnehmern ausgeht. Es hat sich mal weiter verstetigt, dass eben man sagt, okay, wenn man kritisch ist, wenn man maßnahmenkritisch ist, dass man dann hier automatisch gegen die entsprechenden Auflagen zur Gefahrenabwehr des Infektionsgeschehens verstößt. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom Dezember zur Bremen-Versammlung hier das gebilligt hat und irgendwo auch von seiner bisherigen Grundhaltung abgekehrt ist, die besagt hat, es muss eine mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit nach konkrete Gefahr von einer Versammlung ausgehen, die auch faktenbasiert dann darzulegen ist seitens der Versammlungsbehörde. Das war eigentlich immer Usus und man ist jetzt dazu übergegangen, dass man hier auch durchaus eine abstrakte Gefahr, die eigentlich nur durch Behauptungen dargestellt ist, seitens der Behörde, dass man die auch als Verbotsverfügung oder als Begründung dann eben in die Versammlungsbescheide aufnimmt. Also das ist sicherlich auch dem Bundesverfassungsgericht zu schulden oder aufzuerlegen, dass diese Verbote immer wieder ausgesprochen werden, insbesondere in Berlin. In Berlin haben wir noch die Besonderheit, dass es eines der wenigen Bundesländer ist, wo wir auf Versammlungen auch eine Maskenpflicht haben. In Nordrhein-Westfalen hier ist es zum Beispiel nicht per se der Fall durch die Verordnung. Also so haben sie natürlich leichtes Spiel zu sagen, gegen die Maskenpflicht wird eh verstoßen, weil die Versammlungsteilnehmer diese eben kritisch sehen. Also das ist in Berlin ganz klar politisch aus unseren Augen hier motiviert, diese Maskenpflicht auf Versammlungen stehen zu lassen. Aber ist es nicht total gefährlich, in so einer großen Menschenmasse die Maske abzunehmen? Ja, da scheiden sich ja die Geister. Es gibt tatsächlich gibt es eine Entscheidung des Amtsgerichts Garmisch-Partenkirchen, wo ein Experte für Aerosolforschung gehört wurde als sogenannter Sachverständiger. Es gab ein Strafverfahren dort, in dem eben die Auflage, eine Maske zu tragen und Abstand zu halten, überprüft wurde durch den Strafrichter. Das ist auch richtig so, weil der Versammlungsteilnehmer hier, Versammlungsleiter hier gegen verstoßen haben soll, indem er gesagt hat, er nimmt jetzt die Masken ab. Und wenn dann der Strafrichter ahnden will, aufgrund Auflagen, die von der Behörde gemacht wurden, dann muss er die Auflage auf ihre Rechtmäßigkeit hin überprüfen, auch auf ihre materielle Rechtmäßigkeit. Und das ist hier geschehen. Der Richter hat dann einen, ich glaube, Dr. Scheuch heißt das von der führenden Aerosolforschungsgesellschaft hier in Deutschland vorgeladen und hat ihn ein Gutachten erstellen lassen. Und Ergebnis des Gutachtens war, dass eine Ansteckung im Freien so gut wie unmöglich ist. Er hat sogar noch ausgesagt, dass das Maskentragen dann sinnlos sei. Und er das Gefühl habe, die Befürchtung hat er geäußert, dass diese Maskenpflicht angeordnet ist, damit die Obrigkeit oder damit man gegenüber der Obrigkeit oder
dass eben die Leute dafür sensibilisiert seien hier, dass es noch eine Pandemie gäbe. Und aber aus wissenschaftlicher Sicht sei es sinnlos. Das hat der Richter zum Anlass genommen, den Angeklagten freizusprechen. Das heißt also, wir haben jetzt eine Gerichtsentscheidung, in der ein Gutachten zugrunde liegt, die das ganz klar aussagt, dass eine Befreiung, eine Ansteckung im Freien nahezu ausgeschlossen ist. Und, aber das müsste doch jetzt eigentlich von den Verwaltungsgerichten, die sind ja dann für Verbote von Demonstrationen zuständig, ja, jetzt als Präzedenzfall genutzt werden können. Die Demonstration in Berlin, die nach dem Urteil in Garmisch stattgefunden hat, wurde trotzdem verboten. Wie kommt das? Naja, das Schlimme ist, dass eben dann Gerichte sich dann aus unserer Sicht hier dann auch irgendwie wieder so zurechtbiegen, wie sie es gerade haben wollen. Und so, das Gefühl hatten wir insbesondere bei einer Entscheidung zu den Verboten am 1.8. in Berlin. Dort wurde genau dieser Einwand gemacht und Bezug genommen auf dieses Urteil. Und das Berliner Verwaltungsgericht, auch das OVG Berlin-Brandenburg, hat dann eben, ja, mehr oder weniger gesagt, ja, interessiert uns nicht, sind darauf gar nicht eingegangen. Und haben dann eben irgendwas mit Delta-Variante und die ist ansteckender, auch im Freien möglicherweise, sagt das RKI und. Das ist dann immer genau das, was dann eben folgt. Nach dem Motto, wie, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Also so das Gefühl haben wir, dass also Gerichte da jetzt wirklich leider Gottes im Sinne der Exekutiven einfach entscheiden. Und das halten wir für sehr bedenklich. Das ist eigentlich im Prinzip seit Beginn der Maßnahmen oder Einführung der Maßnahmen so, dass eigentlich die Judikative als dritte Gewalt im Staat die Exekutive hier machen lässt, was sie gerade macht und überhaupt keine Regelungsfunktion oder Kontrollfunktion mehr ausübt. Also dieser Eindruck drängt sich einfach auf. Soweit Dirk Sattelmeier und das komplette Interview kann man sich angucken auf unserem Videoserver exo.tube. Dort machen wir die Videos hin, die für YouTube etwas zu heiß sind, aus den bekannten Gründen. Und da kann man sich das in voller Länge anschauen. Und